Luis Herrig ist 15 und bereits seit 3 Jahren Schiedsrichter. Der Realschüler liebt seine Rolle als Unparteiischer, pfeift 3 Partien pro Wochenende. Heute leitet er ein Spiel in der B-Jugend Rheinlandliga, Moorbach gegen Ahrweiler. Die meisten Spieler sind älter als er, doch das stört ihn nicht. Ich arbeite nur mit den Sachen, die die Spieler mir bieten, und das macht mir irgendwie Spaß, weil ich mich auch zurückhalten kann. Und so ein bisschen der Chef auf dem Platz zu sein, das ist schon was Cooles. Dieses Selbstvertrauen verdankt der junge Schiedsrichter auch Peter Bomberding. Der 58-Jährige ist seit 40 Jahren Unparteiischer. Seit einiger Zeit werden Nachwuchsschiris von erfahrenen Kollegen zu den Spielen begleitet. Die Zeiten sind für die Schiris rauer geworden. Die alten Hasen geben Tipps, wie man mit Anfeindungen umgeht. Ignorieren, ja, da rein, da raus. Nicht alles auf die Goldwaage legen, ja, und wir müssen als Schiedsrichter mit einer Kritik leben, ja, auch mit unschönen Äußerungen. Beleidigen lassen müssen wir uns nicht, ja. Da gibt es auch entsprechende Handhabungen, aber nicht jedes Wort jetzt zu sehr bewerten. Ein K.O.-Schlag nach einer roten Karte. Auch wenn ein Spiel selten so eskaliert, die Aggressivität gegen Unparteiische nehme zu, so die Schiedsrichtervereinigungen. Luis pfeift die Partie in Moorbach an. Die Gästemannschaft aus Ahrweiler führt schnell mit 2 Toren. Einige Zuschauer kritisieren Entscheidungen des Schiedsrichters. 3 Meter abseits, Mann! Doch der 15-Jährige bleibt souverän. In jungen Jahren erstaunlich, mit 15 Jahren. Also muss man schon sagen, das ist eine starke, souveräne Leistung von ihm. Ja, ein cooles Auftreten und als wenn er schon 5 Jahre Erfahrung hätte. Aber Luis ist die Ausnahme und nicht die Regel. Immer weniger wollen sich die Anfeindungen antun. Allein im Spielkreis Mosel ist die Zahl der Unparteiischen innerhalb von 10 Jahren um ein Drittel gesunken. Partien in den unteren Klassen müssen teilweise von Betreuern gepfiffen werden. Ich kann als Verein nicht mich sonntags hinstellen, als Zuschauer, als Betreuer, als Spieler, den Schiedsrichter, man muss schon fast sagen, fertig machen. Und dann montags frage ich in der Runde, wer will denn Schiedsrichter werden? Das kann nicht funktionieren. Nehmen wir uns andere Sportarten wie Handball oder Basketball zum Vorbild, da herrscht ein respektvoller Ton gegenüber Schiedsrichtern. Und wenn ich einen respektvollen Ton habe, dann kann ich auch jemanden überzeugen, Schiedsrichter zu werden. Dabei stehen besonders kleine Vereine unter Druck. Jeder Club muss pro Herrenmannschaft einen Schiedsrichter stellen. Der FC Kirchweiler in der Eifel hatte jahrelang 2 Schiedsrichter, die fallen aber seit längerem verletzungsbedingt aus. Nach den Geldstrafen droht jetzt der Zwangsabstieg. 2025 hätten wir 100-jähriges Bestehen, eigenständig mit 2 Mannschaften. Wenn das jetzt daran scheitert, dass wirklich kein Schiedsrichter mehr da ist, dann wäre es wirklich sehr, sehr traurig. Und wir machen uns schon jetzt auch Gedanken, dass wir das hinkriegen müssen. Schlusspfiff in Moorbach. Luis bekommt eine sehr gute Note für seine heutige Leistung. Peter Bomberding kann seinen Schützling auch für den Einsatz in höheren Ligen empfehlen. Und genau da möchte Luis als ambitionierter Schiedsrichter auch hin. Thank you.